Mein Sinn, Leute, also ganz Let's Play Mario Sunshine. Yeah. Und schau mal, was wir jetzt haben im Playa del Sol. Mario Morgana ihm nach. Oh, fuck, ich darf schon wieder rumsprühen. Ja, komm, er steht schon wieder da. Ich hoffe, dass die Meep-Meep-Enten ihn mal so ein bisschen antingeln hier. Jetzt pack den Penner doch mal hoch. Dein fucking Ernst. Nö! Ja, was soll ich denn sagen, Junge? Ich treff den kleinen Wichser nicht. Was ist das denn hier? Jetzt ist er wieder unten, oder was? Ey, das ist so. Du kommst jetzt hier hoch. Hallo. Mario! Was machst du? Wieso läuft er rum? Hör auf! Ja, lass dich doch einfach fangen. Nee. Ich will hier so eine Stunt-Action nicht. Hallo, Wasser. Nee, ne? Oh, fuck doch einfach. Du kleine, blöde Drecksau. Komm schon, Mario, schnell. Der kommt mir jetzt echt nicht entgegen. Haut er jetzt ab? Sag mal. Hat er irgendwie ein Virus gefressen? Ist da irgendwas mit der KI nicht richtig? Was soll das? Random. Das ist doch wieder hoch. Warum müssen wir Rubik machen oder was? Wo ist denn der? Hallo, Kamera. Jetzt rennt er wieder runter. Was soll das? Junge, ich warte jetzt darauf, dass du wieder hier hinkommst. Wo ist er? Ich höre ihn. Aber wenn ich jetzt runtergehe, dann kommt er mir wieder entgegen. Hallo? 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 Ich suche mal noch den scheiß Schatten, Mario. Ah, da läuft man den Enten entlang. Die Enten werden nicht gefüttert. Do not feed the ducks. Do not, habe ich gesagt. Du kleiner Donut. Boah, Alter. Am liebsten würde ich die echte Bienen da jetzt auf den Kopf hauen. Ja, geht doch. Boah, blöde Pissnelke. Ja, bla bla. Heuli, 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 meh. Gib mir einfach die Insignia. Was ein nerviges Pisskind. Ja, gib... Boah. Bravissimo. Sehr schön. Ja, natürlich. Speichern und weiter. Ihr kennt mich. Immer speichern und weiter. Ein paar Insignien haben wir ja noch vor uns. Ja, will ich nicht sehen. Danke. Yay. So, ich weiß gerade gar nicht, was muss ich denn da noch in einem Level machen? Oder bin ich schon wieder durch damit? Ich glaube, haben wir noch ein bisschen was, ne? Mal, nee, wir haben noch was. Wir müssen Marathon und Wassermelonen. Da, das Wassermelonenfest. Den Marathon haben wir. Das ist das letzte Level. Oh, du musst die größte fucking Wassermelone überhaupt finden. Du musst sie dorthin bringen. Das ist ein Trauma. Kein Traum, kein Träumchen, ein Trauma. Die beste Melone ist natürlich da oben irgendwo. Das war irgendwo so ein richtig dickes Ding, weil das da war jetzt nichts. Und das Problem ist, du hast halt immer diese Arschlochenten hier. Ja, vielen Dank, du Kackvogel. Ja, da oben ist schon das pralle Ding. Diese Melonen. Die sind wie Gurken, die bestehen nur aus Wasser. Die platzen super schnell und super leicht. Oh, geh doch einfach weg. Oh, bist du jetzt hingeflogen? Verdient. Kackwurst. Kackwurst. Du bist Henry die Kackwurst. Oh, ich hasse diese Enten. Die machen nämlich alles kaputt. Ich meine, die spawnen nach, aber ja, es ist trotzdem scheiße mit den Melonen. Warum kann ich die da oben nicht einfach so runterbrettern? Dann geht sie kaputt. Ich muss sie hier vorsichtig. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Fucking. Vorsichtig. Überlege ich gerade, ob ich vielleicht versuche zu schummeln und die da rüberbringe und vielleicht dann doch irgendwie vorsichtig runterkriege. Aber ich glaube, das wird nicht so egal. Wir tun es einfach mal. Ja. Komm schon. Hallo. Okay, sie wird gleich vom Berg runterkullern. Ich habe so das Gefühl. Das Problem ist auch, die Enten machen das kaputt. Die schnipsen die hoch und dann ist es kaputt. Oh, oh, das rollt, das rollt, das rollt. Das rollt in die verkehrte Richtung. Nein, 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 nein. Halt. Oh. Glück gehabt. Nein. Melone. Meine Melonka. Genau, genau. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Halt. Fuck. Sie kommt. Ich muss die Enten ablenken. Nein, 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 nein. Geht weg. Geht weg.
Geht weg! Geht weg, geht weg! Geht weg! Das ist meine! Nein, 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 nein! Oh! Scheiße, die bleiben nicht lange. Halt, halt. Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Geh mal bloß weg, du Viech! Warum bleibt das nicht so? Nein, 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 meins! Geh weg! Nein! Oh! Nimm mich aber nicht! Nicht die Melone! Ihr seid Arschlöcher! Allesamt! Kack-Nazis! Boah! Hey, das ist so. Mann! Lasst sie in Ruhe! Lasst sie in Ruhe! Geht weg! Ihr seid Dämonen! Ich sehe nichts! Ich weiß, dass da fucking Viecher sind! Nein, 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 nein! Lasst doch die Melone! Lasst die Melone! Gib ihr mal Mützen! Danke, ich brauche mal gerade. Okay, wie mache ich das jetzt hier am schlausten? Erstmal zu sagen. Ha, die Kackenten sind überall. Ich kriege hier gleich echt so ein Vietnam-Flashback-Trauma. So, ich kann nirgendwo lang, weil die überall am Wache schieben sind. Genau, ich lock euch alle mal hier hin. Ich sehe nichts. Ah, oh, verdammt, Alter. Ja. Danke. Macht mir ja alles kaputt. Oh, lass die Melone, lass die Melone. Gib mir jetzt eine scheiß Münze. Damit mir nicht mal weiter auf den Zeiger geht. Das wird hier echt ein bisschen schwierig. Mach, bleib bloß so. Bleib wie du bist. Bewusstlos. Okay. Das Problem ist nein. Das Problem sind die kleinen Penner hier. Die sind überall. Ich kriege hier gleich echt so eine Paranoia. Sicher gehen, dass die wirklich tot. Oder was ist tot? Geht ja sowieso nicht, weil das hier ein familienfreundliches Spiel ist. Wo man Oktopussis die Ärmchen rausreißt. So, bleib bloß bewusstlos. Halt! Nein, 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 nein. Schnell. Bevor die andere Ente wieder. Schnell. Nein! Boah, komm, runter, 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 runter. Guck dir den scheiß Größenvergleich an, ey. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Halt, du bist zu gefährlich. Schnell, 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 schnell. Okay, fast geschafft, fast geschafft. Fast fucking geschafft. Nein! Lass die Melone! Lass die Melone! Lass die Melone! Oh, der hat die Melone auch schon so komisch angeguckt. Geh weg! Keiner greift meine Melone an. Keiner. Keiner. Oh nein, das ist das beschissenste. Ich muss jetzt über den Steg. Über den scheiß fucking Steg. Es darf nicht ins Wasser. Holy moly. Holy fucking moly. Hätten sie ruhig breiter machen können. Ich hätte doch mit noch einer viel größeren Melone erscheinen können, weißt du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon. Komm schon, komm schon. Ganz ruhig. Boah, Alter, ich kriege gleich ein Kind, wenn das nicht funktioniert. Lass nicht aus. Oh, da war ich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Pixel, 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 Pixel. Hier, nimm sie. Nimm die scheiß Melone. Wow, das ist eine Mega-Melone, wie man sie noch nie sah. Das muss ich ja. Ja, hier, ich siege. Und was machen sie? Sie machen diese scheiß Melone kaputt. Die explodiert dann komischerweise nicht. Die wird einfach nur kleiner und ein Stückchen fliegen. Ich hasse diese Menschen. Diese Palmas. Ich weiß nicht, wie sie. Ja, jetzt darf ich ja doch hoch. Ach, wunderbar. Ich mag euch überhaupt nicht. Eure Kackpalme auf dem Kopf. Oh, ups. Ich wollte gerade sagen, muss ich aufpassen. Macht euch nur arrogant. Bums.
Ja, ein bisschen Mario-Saft noch dazu. Weil ich ja schön auf dem Mixer stehe. Boah, bitte sicher, ne. Geil, dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Dann können wir uns ja um Prinzessin Peach hier bemühen. Peachy, Peachy. Mein kleiner Pfirsich. Ist mal wieder gekidnappt. Ja, ich kümmere mich jetzt um diese blöde Prinzessin, die es nicht hinkriegt, ja. Obwohl sie ihr eigenes Scheißspiel hat, im Gegensatz zu Prinzessin Zelda. Ja, okay, gut, es gab doch welche, aber die waren scheiße. Da konnte sie sich verteidigen, entweder mit einer scheiß Bratpfanne oder mit ihren Kack-Emotionen, ja. Jetzt geht das hier nicht. Jetzt hier in diesem Gebiet nicht möglich. Ja. Kann ich auch. Das ist doch blöd, Alter. Das ist doch. Was macht der da oben, der Typ? Will er sich da runterstürzen? Da sage ich nicht nein. Habt ihr alle verdient. Erneut gekippt. Ich finde es geil, dass er auch, dass es erneut steht. Ist bei Peach einfach nichts Besonderes, seien wir ganz ehrlich. Also würde ich Mario würde mir voll auf den Sack gehen. Ja, komm, Klempnerboy. Und sie steht da einfach. Sie macht da nichts mehr. Sie tritt den nicht oder so. Sie versucht dich mal irgendwie abzuhauen. Sie guckt einfach zu, wie sie da runtergesogen wird. Denkt sich so, jo geil, krasse Ferien. Sie bemüht sich ja nicht mehr. Meinst du? Bist du sicher? Ich glaub ja nicht. Wir sollten vielleicht doch nochmal zurückgehen. Ja, Piazza del fucking Fino. Ich darf jetzt nicht in dieses Ding rein, weil das jetzt fertig ist und wird mit einer Bombe dahingeschossen. In den Freizeitpark! Dann springen wir auch bald Yoshi frei. Und können zurück nach Porto de Oro. Kann den letzten Scheiß machen. Ja, wir holen uns unsere Insignien. Der Auftritt von Robo-Bowser. Oh nee, da musste ich schießen, ne? Ja, also, das ist mit so der Grund, warum ich keine Shooter spiele. Ich bin da einfach schlecht drin. Lass mal einen Schluck auf. Ja, muss ich ihn jetzt echt noch anschießen? Oder einfach nur verfolgen, bis er da hinten ist? So. Ja, Cutscene, let it rip. War damals geil. Weil spätestens dann wusste man, wer es halt ist, wer dieser Schatten Mario ist. Nicht ganz. Digga, wenn das jetzt ein Danganronpa wäre. Das wäre richtig geil. Ja, das machen wir für heute auf jeden Fall noch. Eine Robo-Bowser mit Foi-Foi. Wahnsinn, was für ein Spektakel. Eine neuere Show von uns? Ja, ihr zwei seid einmalig. Wer von euch einsteht, der verdient mehr Geld. Ich liebe das. Einer ist der furchtlose Held und der andere, naja, ist ein böser Doppelgänger, der genauso aussieht. Lol, als Leiter des Parks liegt es mir dein Erfolg ja sehr am Herzen. Wie wäre es, wenn ich dir dieses Fahrzeug zur Verfügung stelle? Mir nach. Ja, der Leiter des Parks hat keine Ahnung, was für Leute da beschäftigt sind. Das ist super. Ja, ich brauche die Wasserkanonen. Ah. Ja, wo hab ich ihn denn? Mario! Kugelwilli auf 8 dann. Ich weiß nicht, wo 8 ist, aber ich weiß, ich muss näher ran. Damit ich halt dem. Ja, wenn Kugelwilli mich trifft, trifft Kugelwilli mich. Alter, ich kann so nicht zielen. Digga, mir wird schlecht. Verdammt. Ich habe jetzt dagegen geschossen. Fuck, Mann, fuck, Mann, fuck mal. Das juckt mich doch nicht. Bumm. Kopf weg. Ah, scheiße, da kommt schon die nächste Kugel für die Kacke. Daneben. Bumm. Volltreffer, ja komm. Oh. Oh, habe ich eine Flamme gelöscht, du kleiner Flammosaurus? So, gib mir noch eine Runde. Ich brauche ein bisschen länger, ne?
Wo schaffe ich das von hier aus? Ich sehe den Bastard gar nicht. Wo ist denn der überhaupt? Ich dachte, wo das Feuer ist. Ja, toll. Ich wollte gar nicht Kugel-Willi schießen. Ich wollte dem scheiß Dino ins Genick schießen. Ja, Kugel-Willi kann mich mal. Ich bin Kugel-Willi. Ich bin genauso rund. Und schießen kann ich auch. Pfeifen wie ein Teekessel kriege ich auch hin. Piep. Oh, fuck my fucking life. Ich sehe nix. Hallo. Mario, 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 Kugel-Willi, Mario. Du bist ja doch nerviger als Navi und Vieh zusammen. Ja. Au, oh, wow, dagegen geschossen. Komm schon. Bumm. Weg mit dem Ding. So, im Arsch. Geschafft. Scheiße, geschossen, aber geschafft. Ja, lauf doch, du dumme Nuss. Ja, was will der von mir? Geht doch jetzt da raus. Du kannst da eben rausklettern und sagen, ciao, Kakao. So, Baby Bowser am Start. Das solltest du doch wissen! Ich meine andersherum, wenn es der Vater wäre, könnte man doch sagen, ja, wirklich jetzt? Ich finde das übrigens fies, dass Graffiti mit Geschmiere besetzt wird. Den hätte ich gerne. Digga, sie hat genug Zeit gehabt zu sagen, Junge, ich bin nicht deine Mutter, ich hab dich nicht rausgedrückt wie ein Schildkrötenpanzer. Da hat Fatih mal wen anders beglückt. Ich bin's nicht gewesen, ich bin nicht deine Mama und ich steig jetzt hier aus und scheuer dir nochmal eine, wenn du mir zu nahe kommst, du krankes Kind. Aber gut, man kann's auch so regeln, indem man sagt, ich lass mich entführen. Das wär's dann aber auch von diesem Part. Ich snack noch die Insignien ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß und wave!